Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es um die Move Sondermodelle. Ausstattung, Preis, lohnt sich das Ganze? Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze am Beispiel des Taigo an. Film ab, jetzt geht's los. Traditionell hat Volkswagen fast in jedem Jahr ein besonderes Sondermodell. Dieses Jahr ist es das Move-Sondermodell, was sich wirklich über fast die komplette Produktpalette hinher streckt. Mitgebracht haben wir euch jetzt ganz neu den Taigo als Move-Sondermodell und in diesem Fall ausgestattet mit dem zusätzlichen Plus-Paket, worauf wir gleich noch eingehen. Ich würde euch jetzt einmal das Exterieur zeigen, was ist bei Move mit dabei, was gehört zum Plus-Paket. Zum Beispiel sind die Leichtmetallfelgen beim Move Sondermodell schon serienmäßig mit drin. Wir haben bei diesem Fahrzeug die 17 Zoll Leichtmetallfelge durch das Pluspaket mit dabei. Diese sieht natürlich nochmal optisch etwas schöner aus. Dieses Fahrzeug hier hat durch das Pluspaket schon zusätzlich zur Serienausstattung die Matrix-LED IQ-Light Scheinwerfer mit dabei. Diese können dann den Gegenverkehr automatisch abblenden, steuern automatisch das Fernlicht, wenn Gegenverkehr kommt. Wir haben zudem das Kurvenlicht mit dabei, sowie ein LED-Tagfahrlicht. Wir haben jetzt hier die Einparkhilfe vorne und hinten mit dabei, den Regensensor, die Dachreling, welche optisch natürlich extrem viel hermacht bei den Sondermodellen. Zudem habe ich halt die Möglichkeit, eine Dachbox zu montieren, sowie die Heck- und Seitenscheiben abgedunkelt. Das Ganze wird noch abgerundet durch eine Schwellerverbreiterung hier unten in einer Silberoptik, was das Ganze einfach wertiger aussehen lässt. Traditionell, wie bei den vorherigen Sondermodellen auch, zeichnet sich diese immer durch einen Schriftzug an der Tür ab. In diesem Fall haben wir hier den Move-Schriftzug und wir haben ganz schöne Edelstahl-Einstiegsleisten, auf denen sich auch der Move-Schriftzug wiederfindet. Im Kofferraum finden wir einen doppelten Ladeboden. Dieser doppelte Ladeboden eignet sich besonders gut, um zum Beispiel Getränkekisten oder ähnliche schwere Dinge auf eine höhere Stufe zu stellen, sodass man beim Rausheben es nicht so extrem Rücken bekommt. Dieses Modell ist jetzt noch mit einer Anhängerkupplung ausgestattet. Diese kann dann nach Bedarf am Fahrzeug angesteckt werden. Wichtig, wenn ihr eine Anhängerkupplung verbaut habt, die wie hier abnehmbar ist, müsst ihr, wenn ihr nicht im Anhängerbetrieb fahrt, diese demontieren, da wir in Deutschland mit dem Schadenminderungsgesetz im Schadensfall sonst ein Problem bekommen, fährt euch einer hinten drauf auf die Anhängerkupplung, seid ihr mit Schuld, weil ihr hättet sie ja abbauen können und dahingehend den Schaden am gegnerischen Fahrzeug minimieren können. Ja, an sich ist das soweit erstmal alles zum Exterieur. Und ich würde sagen, dann können wir schon fast im Interieur weitermachen. Im Interieur werdet ihr direkt von sehr hochwertigen Sitzen begrüßt, die zum Reinsetzen einladen. Das Fahrzeug hat serienmäßig schon ein Multifunktionslenkrad in Leder, sowie ein Abstandstempomaten, optional dann auch mit Travel Assist. Lichtautomatik und das Radio Composition Media, welches serienmäßig im Move schon Wireless App Connect mit drin hat. Das heißt, ihr müsst nur euer Handy einmal verbinden und könnt euch tatsächlich die ganze Navigationsgeschichte als Aufpreis sparen, da beim Einsteigen das Fahrzeug sofort mit App Connect verbunden wird und ihr dann Google Maps als Navi nutzen könnt. Der Innenspiegel ist automatisch abblendend. Wir haben statt der normalen Klimaanlage eine Zwei-Zonen-Klimaanlage verbaut, welche uns die Möglichkeit gibt, die Fahrer- und Beifahrerseite individuell von der Temperatur zu steuern. Das Ganze ist hier ganz schön gemacht, da ich über Touch-Funktionen auch mal schneller und auch langsamer die Temperatur regeln kann, sowie ganz normal Heckscheibenheizung und Frontscheibengebläse
über Touch steuerbar sind. Zudem haben wir im Move-Sondermodell immer schon die Sitzheizung mit dabei, elektrische Fensterheber und zum Beispiel in diesem Fahrzeug durch das Toastpaket, was hier optional mit dazu genommen wird, einen dunklen Dachhimmel, was noch deutlich sportlicher aussieht als der helle Dachhimmel in der Serie. Wir haben die Pedalerie in Edelstahloptik mit dabei, sowie ein Dashboard, was in einem leicht silber-bronzeton erscheint. Wir haben in diesem Fahrzeug durch das Plus-Paket nicht nur das normale digitale Kombi-Instrument drin, sondern das digitale Kombi-Instrument Pro, mit dem dann auch die Möglichkeit bestehen würde, sich die Navi-Karte in das Cockpit bringen zu lassen, um den Blick wirklich nur nach vorne zu richten und gar nicht mehr zur Seite. Über das Plus-Paket, welches in dem Fahrzeug hier verfügbar ist, erhaltet ihr auch automatisch eine induktive Ladefunktion, welche euer Handy ganz entspannt während der Fahrt auflädt. Kontaktlos, kabellos, einfach nur reinlegen und schon wird euer Smartphone geladen und ihr könnt dauerhaft zum Beispiel via das App Connect nutzen, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass euer Handy während der Fahrt dann sich entlädt. Ja, zum Fazit. Lohnt sich ein Move-Sondermodell? Ich meine, Volkswagen wirbt mit bis zu 2.600 Euro Preisvorteil beim Tiro Cabrio. Beim Taigo wie hier sind es 1.300 Euro. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist der Move aktuell das beste Fahrzeug, was ihr vom Preis-Leistungsmodell her bekommen könnt. Warum? Es gibt ganz, ganz viele Ausstattungen, die Kunden normalerweise mit dazu nehmen, wo man von ausgeht, hey, das ist Serie. Was aber optional dazu gekauft werden muss. Hier haben wir wirklich mal ein Fahrzeug, wo das Serie ist. Ich spreche hier von Ausstattungsdetails, wie zum Beispiel einer Sitzheizung für die beiden Vordersitze oder auch der Zwei-Zonen-Klimaautomatik, das Multifunktionslenkrad in Leder, die Einparkhilfe, die Leichtmetallfelgen. Das sind alles Sachen, wo man jetzt nicht unbedingt drauf verzichten möchte und die ich einfach hier in so einem Move-Sondermodell serienmäßig mit drin habe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Simon. Ciao.